Hallo, ich bin Sandra Reiter, Schulungsleiterin bei Care Concept und ich möchte Ihnen heute gern etwas über die richtige Pflege der dehydrierten, sprich trockenen Haut erzählen. Woran erkenne ich die trockene Haut? Wer eine trockene Haut hat, weiß es, denn er spürt es. Spätestens nach dem Reinigen der Haut hat man ein unangenehmes Spannungsgefühl, welches oft längere Zeit nicht verschwindet. Das Ganze kann sich aber auch noch steigern, wirklich auf Juckreiz, schlimmstenfalls leichte offene Hautstellen, weil einfach die Hautoberfläche so ausgetrocknet ist. Und man hat natürlich auch viel früher so Trockenheitslinien und Fältchen, die deutlich sichtbar sind. Das heißt, worauf muss ich jetzt bei meiner Pflege achten? Das A und O ist natürlich die richtige Versorgung, kombiniert mit einer milden Reinigung. Das bedeutet, am besten verwendet man eine Reinigungsmilch, kombiniert mit einem milden Toner. Doch bevor ich jetzt weiter auf die Pflege eingehe, möchte ich noch etwas über die Ernährung von innen sprechen, beziehungsweise Ihnen noch mal erklären, was eigentlich passiert, wenn eine Haut dehydriert ist. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Luftballon. Ein Luftballon, der eine poröse Luftballonhaut hat. Wenn Sie solch einen Luftballon haben, können Sie Feuchtigkeit, sprich Wasser, in den Luftballon gießen, wie Sie wollen. Das Wasser wird immer wieder an den defekten Membranen des Luftballons austreten. Das heißt, im Prinzip muss man zwei Dinge tun. Man muss natürlich das Wasser auffüllen in den Luftballon, man muss aber auch die Luftballonhaut reparieren. Und das tun wir durch unterschiedliche Ansätze. Von innen heraus empfehle ich sehr essentielle Fettsäuren. Die können wir über die richtige Ernährung zu uns nehmen, beispielsweise durch den Verzehr von fettem Fisch und hochwertigen pflanzlichen Ölen. Da die meisten von uns aber in der Regel nicht auf 3 Fischmahlzeiten pro Woche kommen, empfehle ich sehr gern die ANP Omega-Kapseln. Das ist eine gesunde Nahrungsergänzung von innen heraus. Und diese Nahrungsergänzung liefert die essentiellen Fettsäuren, die helfen, den Luftballon zu reparieren, sprich unsere Hautzelle zu reparieren bzw. die Barriere der Haut zu reparieren. Von außen wird dann verstärkend richtig gepflegt. Das heißt, wir reinigen mit einer milden Reinigungsmilch, weil es geht jetzt wirklich darum, so mild wie möglich zu arbeiten. Und da empfehle ich sehr gerne die AVST Cleansing Lotion. Kombiniert mit dem AVST Toner, der durch zahlreiche Pflanzenextrakte ausgleichend und beruhigend wirkt. Ja, und bei der Pflege natürlich wie immer Dreh- und Angelstück das Vitamin A mit den Antioxidantien. AVST1 ist hier perfekt aus dem Vitamin A Step-Up-System und bitte gerne kombinieren mit dem AVST-Gel, denn das Gel liefert genau die Portion Feuchtigkeit, die die trockene Haut so dringend nötig hat. Und man kann das Ganze dann verstärken, indem man den Super Moisturizer ergänzt. Denn der große Vorteil beim Super Moisturizer ist, dass er hilft, unseren Luftballon, sprich unsere Hautzelle, zu reparieren, damit die wertvolle Feuchtigkeit, die wir zufügen, besser in der Haut gespeichert werden kann. Das heißt, unser Reparaturkit ist der Super Moisturizer. Und wenn wir noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit wollen, als es uns das AVST-Gel mit der AVST-1-Creme liefert, dann gerne das Hydrating-Serum ergänzen. Das ist eine hochdosierte Hyaluronsäure, die unsere Haut wieder sehr effektiv mit Feuchtigkeit anreichert. Bei der dekorativen kommt es darauf an, so zu arbeiten, dass die Haut auch wieder gut mit Feuchtigkeit versorgt wird. Denn eine trockene Haut, falsch mit Make-up behandelt, wirkt oft noch trockener und so ein bisschen einfach schuppig rau. Da muss man ein bisschen aufpassen. Daher empfehle ich immer, einen Primer von Jane aufzutragen, der die Haut nochmal schön boostet mit Feuchtigkeit. Und beim Make-up gerne die Liquid Minerals als flüssige Variante oder auch in Kombination des Loose Powder. Das gibt schön viel Strahlkraft. Das hat einfach so eine leichte Formulierung, ohne dass man auf Deckkraft verzichten muss, dass das für die trockene Haut einfach perfekt ist. Besonders werden durch Loose Powder kleine Trockenheitslinien und Fältchen reduziert, worauf es ja ankommt bei der trockenen Haut. Und ein letzter Tipp,
Bitte denken Sie, wenn wir jetzt über die Feuchtigkeitsversorgung denken, auch daran, genug Wasser oder Kräutertees zu trinken, damit die Haut auch von innen mit Feuchtigkeit versorgt wird. Somit ist die Kombination aus genug Trinken und Omega-Kapseln plus Pflege von außen der ja, beste Weg, solch eine Haut zu pflegen und im Prinzip auch die Garantie dafür, dass das Trockenheitsgefühl ganz, ganz schnell verloren geht und die Haut wieder in ihre Balance zurückkehrt.